Hallo Leute und willkommen zu einem wundervollen neuen Projekt im fast neuen Jahr, nämlich Tomb Raider aus dem Jahr 2013. Ja, wer kennt es nicht? Muss ich dazu noch überhaupt irgendwas sagen? Das Spiel ist natürlich von Square Enix und es ist ein Action-Adventure-Spiel, wie Tomb Raider eben so ist. Und ich freue mich riesig so lange auf dieses Projekt. Denn damit beginnt für mich sozusagen ein Let's Play-Verlauf der Tomb Raider-Reihe. Und da habe ich eigentlich vor, fast alle von diesen Spielen zu spielen, da ich quasi mit Tomb Raider auch angefangen habe, selber richtig zu spielen. Also es gab natürlich in meiner Kindheit diverse andere Spiele auch, hier und da auch später, die ich nochmal spielte. Aber Tomb Raider hat mich so sehr, sehr inspiriert. Dank meinem Vater, der damals die Spiele kaufte, sonst wäre ich da gar nicht so rangekommen. Und dann fing ich an, die Spiele immer auszuleihen und habe mich mitreißen lassen von der Legende Lara Croft, die bis heute so mein Spielidol ist. Und ich bin ein kleiner großer Fan von Tomb Raider und ich spiele ja sehr viele Spiele gerne auf meinem Kanal. Aber das musste dazukommen. Und obwohl es das Neueste ist, was zuletzt rauskam, von den richtigen Tomb Raider-Spielen, sage ich jetzt mal, jetzt nicht diese kleinen Nebenspiele wie Lara Croft, The Guardian of Light und so, ist das ja der Anfang der Reihe, der geschichtlichen Reihe, wie Lara Croft überhaupt zu der Lara Croft geworden ist und wieso ist sie so ein Adventure-Typ geworden, warum ist sie so ein Überlebenskämpfer geworden und wie kam es überhaupt dazu? Das alles wird hier in diesem Spiel erklärt und erzählt. Wir spielen das Ganze in der Game of the Year Edition. Das heißt, da sind ein paar Extras mit dabei, die ich so auch nicht kenne. Ich habe mir das Spiel damals gekauft für die PlayStation 3, als es relativ neu rauskam. Das heißt, ich spiele es auch nicht blind, aber erst das zweite Mal. Und muss das Spiel leider, da ich es über den Computer spiele, auf 720 Pixel runterschrauben. Wenn das euch nicht allzu doll stört, würde ich mich sehr darüber freuen, da es doch so ein bisschen einfacher ist. Wenn es doch aber total stört, dass es nicht 1080p sind, dann muss ich halt extern da ein paar Geräte anschließen und das Ganze nochmal über die PlayStation 3 anfangen. Wäre aber halt umständlicher, als so jetzt einfach weiter zu spielen über den PC. Ich finde es grafisch natürlich hochwertiger, 1080p bin ich ehrlich, aber ist nun mal so, sonst wird es total ruckeln und ich denke mir immer, lieber weniger ruckeln und dann so in HD als gar nicht das genießen können. Ja, wie gesagt, ich gebe hier mein Bestes und ich hoffe, es freut euch, dass ich das auf meinem Kanal jetzt spiele das Spiel. Ich finde es total gut. Wer es noch nicht kennt, würde ich mich freuen, dass er bei mir reinschaut oder spielt es selber. Ist auf jeden Fall ein sehenswertes Spiel und ich wünsche euch damit ganz viel Spaß. Erstellen Sie neue Speicherdaten. Wir spielen das Ganze einfach mal auf normal und nicht schwer. Ja, finde ich in Ordnung. Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt: Was wir tun, ist besonders. Nicht, was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. Stunden. Hilfe! Wenn das Leben an uns vorüberzieht, finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Das uns weitermachen lässt.
Square Enix presents. A production of Crystal Dynamics. Schwingen, bewegen Sie sich links, rechts, synchron mit dem Schwung, um Schwungkraft aufzubauen. Hilfe! Jonah! Das tun wir doch mal. Hilfe! Schwingen, runter. Schwingen, schwingen. Ich muss runter. Komm schon. Na komm schon. Schwing dich, Lara. An das Feuer heran. Das wird jetzt wehtun. Damit noch mein herzliches Willkommen zum neuen Tomb Raider Spiel. Oder dem neuen älteren, schon wieder fast. Aber es ist auf jeden Fall ein spannender, actionreicher Auftakt in dieses Spiel. Oh Gott. Wir wissen nicht, wo wir sind. Wir wissen nicht, was hier los ist, wo wir sind. Lara hat sich verletzt und sie muss hier rauskommen. Ja, wir gehen einfach mal weiter. Kannst du die nehmen? Neue Ausrüstung erhalten. Das war laut. So. Und gedrückt halten können wir Dinge hier anbrennen. Und wir können jetzt aber auch hier durchlaufen, ohne dass uns was passiert, Gott sei Dank. Denn sie hat sich ja schon verletzt. Überlebensinstinkt. Drücken Sie LB, um die Umgebung zu erkunden. Ja, das ist so eine Sichtgeschichte, die wir noch öfters benutzen werden, weil wir dadurch Dinge besser erkennen können, um sie zu benutzen. Leider ist das genau die Taste bei meinem Gamepad, die nicht so gut funktioniert. Oh, wir können auch springen, aber sie ist ja noch verletzt, deswegen... Ja... Fackeln wir das mal eben an hier. Oh, das explodiert bestimmt gleich. Oh, weia. Das war laut. Oh, 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 oh. Ja, das war knapp. Komm zurück! Komm zurück! Ich will dir helfen. Na komm schon, weiter. Weiter, 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 weiter. Bloß raus hier aus dieser komischen Höhle, in der uns Leute aufhängen.
finden sie einen Weg hinaus. Okay, da soll es lang gehen, aber... Kannst du hier nicht hoch? Ah. Zum Glück. Auch das zünden wir an und ja... Kommt, brennt alle. Die brennen alle. Geh mal hier hoch. Clara, komm schnell. Sie ist verwundet. Aber trotzdem müssen wir einen Weg hinausfinden. Das muss gehen. Wie wär's mit der Kiste hier? Schwierig. Die geht immer wieder zurück. Ah, Hilfe. Das Ganze nochmal. Ich muss gerade gucken, wie ich das hier anstelle. Den da oben kann ich nicht anzünden, ne? Warum kann ich das hier machen? Weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, wozu das da oben gut sein soll, aber irgendwie bin ich so nicht weitergekommen. Ich muss den Schutt hier einfach wegkriegen. Das muss doch irgendeinen Zweck haben. Ach Mensch. Nochmal das Ganze anzünden vielleicht. Der ganze Dreck, der sammelt sich ja da unten. Aber wenn ich das einfach nur so mache, geht's auch nicht. Das Seil, kann ich da irgendwie ranspringen? Funktioniert alles nicht. Wieso kann ich da oben nicht weiterkommen? Warum? Wo ist mein Denkfehler? Kann ich nicht einfach hier rausspringen? Na also. Ah, okay. Ach, jetzt brennen die alle und dann müsste das doch gehen. So, jetzt bringe ich das nochmal schnell hoch. So, hopp, 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 hopp. Das brennt jetzt und dann kriegen wir es gleich hin. So, wunderbar. Schnell, schnell, schnell. Nein, 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 nein.
Mist. Shit. Oh, ich habe das Y verpasst. Tut mir leid. Ach ja, Quicktime. Das kennt ihr schon bei mir. Ich brauche meine Versuche. Ah, wir rennen nochmal. Komm schon. Lass los, du Mistkerl! So, laufen, laufen, laufen. Ich habe schon mich gewundert, warum sich nichts tat. Tomb Raider. Da stehen wir nun. Das ist der Anfang. Und ich finde alleine schon den Anfang für dieses Spiel so gut. Ich finde das Spiel so klasse. Ich spiele es unglaublich gerne nochmal. Und ich hoffe, ihr findet es genauso spannend wie ich. Ja, Lara ist aus der Höhle entkommen. Nun frage ich mich, ob ich mich da einfach aufs Flugzeug springen darf, tun darf. So, da befinden wir uns nun und überhaupt, wir bekommen Erfahrungspunkte und alles Mögliche. Ja, gehen wir doch einfach mal hier runter, weil ich springe da jetzt nicht einfach auf dieses Wrack. Lebenszeichen. Suchen Sie nach Hinweisen auf andere Überlebende. Natürlich möchte Lara das. Sie war auf einem Schiff. Sie sind daran gestrandet. Sie weiß nicht, wo die anderen sind. Okay. Oder ob sie ganz langsam die einzig Überlebende ist. Und jetzt auch noch das. Na komm, jetzt geh einfach rüber. Mach nicht so einen Linksschwenk. Weiter, weiter, weiter. Es ist auch eine echt super tolle Grafik. Wie gesagt, deswegen tut's mir leid. Dass ich es ein bisschen runterschrauben musste, damit es nicht so ruckelt. Aber echt, es ist ein wirklich schönes Spiel, finde ich. Ich schaff das. Oh Gott.
Jetzt nach rechts hangeln. Du schaffst das schon. Weiter. Weiter. Du wirst es später in deinem Leben 100.000 Mal machen. Hast du gut gemacht. Jetzt geh hier vorsichtig weiter. Ich weiß natürlich, wie das geht, weil ich das Spiel ja schon mal gespielt habe. Funkgerät. Neue Ausrüstung erhalten. Lebenszeichen. Folgen Sie der Spur der Überlebenden. Das tun wir im nächsten, zweiten Part dieses spannenden Abenteuers mit Lara Croft. Ich hoffe, es war für euch ein schöner Einstieg in das Spiel. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei und genießt das Spiel mit mir zusammen, dieses actionreiche Abenteuer. Und ja, was ist mit der Endurance, dem Schiff, das gekentert ist von Lara und ihren Freunden, ob die noch überleben und überhaupt, das erfahren wir im nächsten Part, was es da so mit auf sich hat. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann!